Bleiben Sie, wenn immer möglich, zu Hause. Gehen Sie nur in Ausnahmefällen raus. Das ist wirklich ein sehr wichtiger Moment, den wir jetzt erleben. Wir müssen jetzt wirklich einen Schritt noch einmal zusammentun. Und der Bundesrat, wie ich es vorher erzählt oder erwähnt habe, will, wenn immer möglich, will keine Ausgangssperre für die Schweiz. Konkret heißt das, Restaurants werden geschlossen, ebenso Freizeit- und Sportbetriebe, Kinos und Museen. Die Läden bleiben offen, aber die Kapazitäten werden beschränkt. Ich finde es mega wichtig, dass wir Menschen in so einer Krise eigentlich zusammenhalten und würden eigentlich auf den Staat hören, weil sie meint es eigentlich nur gut mit uns und nicht schlecht. Also ich arbeite ja im Hotel und es hat sich eigentlich sehr viel verändert, gerade im Sinne von Kurzarbeit, die wir wirklich jetzt schon bald seit einem Jahr haben. Die Zahlen sind weiter angestiegen, sie werden auch die nächsten Tage sicher weiter ansteigen. Klar kann man sagen, es ist nur eine Grippe, aber was man so hört, macht einem halt schon ein bisschen Angst und darum finde ich, hat man das auch ernst. Und man sollte auch nicht irgendwie den Leuten einreden, was es jetzt ist und ich finde, jeder sollte sich eigentlich so seine eigene Meinung darüber bilden. Die Maßnahmen, die wir nun getroffen haben, sind nur wirksam, wenn jede und jeder sie umsetzt, wenn jede und jeder Abstand hält. Und der Bundesrat zählt auf die Eigenverantwortung. Abstand halten kann Leben retten. Das ist eine Frage der Solidarität. Ich finde, die Corona-Krise hat viel auch mit Vertrauen zu tun, wenn man gerade jemanden treffen will, dass man wirklich weiss, ja, die Person schaut auch und dann hat man automatisch alles gutes Gefühl, obwohl natürlich an jeder Treffen, es ist ein bisschen kontrovers, aber trotzdem, das war so ein bisschen meine Einstellung. Die ganze soziale Situation halt, dass ich nicht so viele Leute sehen und meinen Freundeskreis mega einschränken muss. Dann sicher auch beim Arbeiten halt die ganzen Sicherheitsvorschriften und auch sonst halt das ständige Masken tragen. Aber auch halt, dass ich wieder ein bisschen mehr Zeit hatte so für meine Hobbys und so ein bisschen Rezepte zum Beispiel zu experimentieren und alles so Sachen. Oder auch wieder so ein bisschen basteln, ich habe wieder ein bisschen zeichnen. Was ich vorher halt irgendwie gar nicht mehr so gemacht habe, weil ich gar nicht mehr so Zeit hatte. Es ist wirklich ganz komisch, was so eine Pandemie mit Menschen machen kann. Weil wenn ich jetzt in Gruppen von 8 bis 10 Leuten sehe, denke ich, was macht ihr? Das ist viel zu viel. Aber wenn ich denke, vor 1,5 Jahren oder vor einem Jahr sogar, bin ich in einem Club mit 500 Menschen drin und ich hätte nie an so etwas gedacht. Sunken lights, fiery thrones of muted angels.